Zum Teufel damit! Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ja, zum Teufel gehen wir nicht heute, aber wir haben noch einige Aufgaben zu erledigen. Ja, wir müssen uns einerseits ausruhen, andererseits erstmal hier aus dem haarigen Bären raus, denn hier ist niemand, der uns weiterhelfen kann bei dem, was wir vorhaben. Wir suchen nämlich noch das ein oder andere Puzzlestück zu dem Gesamtbild, was wir hier versuchen zu formen. Und eins davon ist zum Beispiel noch die Suche nach dem letzten Sephira-Stein oder Sephiroth-Stein. Und natürlich regnet es. Huch, so ein Wolkenbruch. So, dann gucken wir gleich mal hier kurz nach. Mit dem wunderschönen prasselnden Regen im Hintergrund. Wollen wir auch diesen Vertrag abgeben? Beim Gärtner? Hm. Das bedeutet, wir müssen uns erstmal ins Lagerfeuer setzen. Und wir suchen noch die Sephira-Steine. Ja, nur noch einer fehlt. Und da müssen wir mal gucken, wo wir den herkriegen. Ja, haben wir ja auch nicht wirklich noch eine Ahnung von. So, erste Mal setzen wir uns hier ans Lagerfeuer gekonnt. Oder haben wir noch ein Steinchen? Ja, wir haben sogar noch ein Steinchen. Ja, dann brauchen wir nicht mal das Igni-Zeichen. Nehmen wir einfach den Feuerstein und gesellen uns ans Feuerlein. Tudu. Können wir ein bisschen leveln? Nein, können wir nicht. Schade. Aber brauen können wir sicherlich. Denn wir haben... Haben wir noch Katzetränke? Katze? Ja, zwei. Schwalbetränke? Nur noch 9. Na, dann können wir uns ja noch eine Schwalbe brauen. Mit der Flügelmembran will ich das eigentlich nicht machen. Ich nehme mal lieber irgendeinen anderen Rebusstoff. Weil die Flügelmembran, die ist mir da ein bisschen zu wertvoll für. Keine Ahnung, hier nehmen wir Leichengift. Davon haben wir tausendfach da. So. Krähenauge. Können wir eigentlich auch was anderes nehmen. Weiße Myrte haben wir tausendfach. Könnte es eigentlich alles mal sortieren, aber naja. Nee, das tut's. Krähenauge, ja. Okay, mischen wir uns eine kleine Schwalbe zusammen. Piep, 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 piep. Wir haben gar nicht beim Wirt abgegeben, stelle ich gerade fest. Ach, Menno. Na gut. Meditieren bis mittags. Und dann gucken wir noch mal kurz zum Gastwirt rein, geben den ganzen Kram ab. Dann zum Gärtner. Oder wir versuchen jetzt gleich mal, weil es ja Mittag ist, die Frau abzufangen, noch bevor wir zum Gastwirt gehen. Die ja, also die am Friedhof stehen soll. Versuchen wir die noch mal abzufangen. In der Hoffnung, dass wir da die Quest abgeben können. Für ihren Gatten, der da nicht mehr so rumspuken tut. Wenn sie denn da ist. Dann könnten wir... Wir könnten eigentlich auch mal hier in diese lustige Burg reingucken. Wenn wir das denn dürfen. Ja, die Frau ist da. Sehr schön. Naja, vielleicht finden wir ja da noch eine Quest, die uns weiterhilft. Weil ich habe langsam keine Ahnung mehr, wo wir noch hin sollen. Das ist so der einzige Punkt, wo wir noch nicht waren. Glaube ich. So, gute Frau. Sprecht leise, sonst zieht uns jemand zusammen. Darum soll ich leise sprechen, wenn uns keiner zusammen sehen? Was? Ich habe mich um euren Mann gekümmert. Habt ihr einen Beweis? Von einem Beweis habt ihr nichts gesagt. Ich will mein Gold. Ihr nehmt einer Witwe das letzte bisschen. Seid leise. Habt ihr keine Angst, dass man euch mit einem Hexer sieht? Hol euch der Teufel! Nehmt euer Gold und schert euch fort! Immer schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. Tata, 200 Orens mehr. Vielen Dank, liebste Frau. Gute Frau, sagt man ja nicht, liebste. Das wäre sonst ein wenig irreführend. Gut, hier hängen noch ein paar andere Länge rum. Ja. Überflüssiges Gefasel. Aber du hast recht, das ist überflüssiges Gefasel. Wir spurten uns, dass wir zum haarigen Bären kommen, dann zum Gärtner und danach können wir ja mal hier in die Burg reingucken. Das spiele ich nicht. Genau, weil sonst spiele ich das hier nicht mehr mit. Das geht ja so gar nicht. Jetzt noch mal schnell dahin gucken. Weg, kusch, ihr Ratten. Da finde ich cool gemacht, dass die Ratten so vor einem weglaufen. Ein lustiges Bild. Was hat er? Hey, so weit Frauen, was? Hä? Nee, also. Wir sind zwar im Mittelalter, aber. Ne? Sowas geht ja gar nicht.
So. Verdammt, macht, was ihr wollt, aber setzt nicht aufs... Genau, nicht aufs Boxen setzen. Wir unterbrechen den guten Mann ja ungern, aber wir machen es trotzdem. Ein Schwalbetrank, den tun wir hier dazu. Können wir mal hier sortieren. Sortieren. Was ist das? Ein Silberring? Brauchen wir nicht. Was ist das? Ein Silberbernsteinring? Brauchen wir nicht. Flatterzahn? Brauchen wir nicht. Flatterzahn habe ich selber. Nein, natürlich nicht. Aber lustig wär's. So. Wolfspelze brauchen wir auch nicht. Den Alkohol. Den lassen wir mal in unserer Tasche. Warum nicht? Ja, Alkohol können wir mal bei uns behalten. Diamantenstaub, den Rest brauchen wir nicht. Und verabschieden uns wieder vom Gastwirt. Tschüss. So. Auf zum Gärtner, den Ichiopsen-Vertrag abgeben. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das ist immer so, die Planung sagt das eine, aber es kommt sowieso irgendwas anderes dazwischen. Prinzipiell bei Open-World-Spielen sowieso. So nach dem Motto, jetzt machen wir machen das. Aber vorher lasse ich mich noch von irgendwas anderem ablenken. Ne? Genau, so ist es. So, was ist das hier für eine? Was macht die hier? Geh mal weg. Hehe, kann man rumschubsen. So, aber genug irgendwelche Leute rumgeschubst. Wir reden mit dem Gärtner. Mensch! Gärtner, alle Socke. Seht nur, wie sie wachsen. Ja, die wachsen. Ja, gucke. Guck mal. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Ichinopse für mich töten? Oder Ichinopse heißen. Tatsache. Ja. Damit bin ich fertig. Und kann es auch beweisen. Ausgezeichnet. Hier ist euer Gold. Ja, vielen Dank. Immer schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. So. Den Vertrag, den haben wir jetzt hier nochmal. Vertrag um Echinopsen. Gärtner, kann man den jetzt nochmal abgeben, die Quest? Huch, jetzt bin ich hier auf eine andere Anzeige gekommen. So, so können wir auch mal spielen, aber das ist irgendwie nicht so cool. Seht nur. Kann man mit dem noch reden? Nö, gut. Dann stellen wir... Nein. So. Wieder die Anzeige um auf die Kameraansicht, die wir bis jetzt hatten. Ich meine, wir könnten auch mal in so einer anderen rumrennen. Aber. Ich hasse diese Taugenichtse. Seit meine Tochter. Ach, trinken wir einen. So ist es richtig. Nee, das, ich finde die Anzeige jetzt nicht so doll. Weil das dann doch so, ich weiß nicht, so komisch. Ich finde das komisch. Nee. Und hier? Die ist ja noch viel komischer. Und nicht so haha komisch, sondern komisch. So, bleiben wir lieber dabei. So ist es over the shoulder. Warum rennen wir jetzt eigentlich hier hin? Ich habe mich total ablenken lassen von den ollen Kameraeinstellungen. Wir wollten doch in diese komische Burg reingucken, weil wir das ja noch nie gemacht haben. Mensch. Attacke. Hier, wir haben so viele schöne Schwerter dabei. Da können wir doch mal in die Burg gucken. Lass, mach mal Platz da. Darf ich mal. Dankeschön. So. Und mit dem haben wir auch noch nie geredet. Da können wir reden einfach mal mit dem. Fried sprach von euch. Echt? Von mir? Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Ah ja. Tü-tü-tü-tü. Wie abgeschlossen. Wieder kommen wir nicht rein. Was soll denn das? Das ewige Feuer erleuchtet mir den Weg. Wir geben unser Leben für den Ort. Vielleicht müssen wir dafür, um da reinzukommen, erstmal tatsächlich im Sumpf die Templer anführen. Wir gucken hier nochmal ins Wachtlokal, ob da nicht wer sitzt, der uns weiterhelfen kann. Hier ist aber ein hübscher Kleiderschrank. Mit diversen Waffen drin. Schwert des Ordens. Naja, bringt uns nicht so viel. Bringt uns alles nicht so viel. Chance auf Schild brechen. Einäscherung. Einäscherung ist aber auch geil. Was ist hier für ein Bild? Von irgendwelchen Leuten. Irgendwelche Kisten. Und irgendwelche Übungspuppen. Aber das ist alles nicht das, was wir brauchen. Gut. Funktioniert also nicht. Bringt uns nichts. Das bedeutet, wir werden wohl oder übel in den Sumpf zurückkehren müssen. Und da ein bisschen Unfug treiben, denn
Viel anderes bleibt uns nicht übrig. Wir müssen noch das verlorene Lamm finden. Würfelspiel, alter Freund, Faustkampf. Das sind Geheimnisse der Hexer. Wie sie mir Ermittlungen? Das war ja voll dabei. Leuwarden. Gut, nee. Also. Aber wo ist denn die Quest? Aufklärung ist das, glaube ich. Wir verfolgen die Quest einfach mal. Wenn wir jetzt nicht aus Versehen die andere... Ach, ich habe ja, geh mal beiseite. Wenn wir jetzt nicht aus Versehen die andere Quest dadurch gelöscht haben. Ich bin erschöpft. Irgendwie haben die genau verdrehte Stimmen gehabt gerade. Die alte Frau hatte die Stimme der jungen Frau und... Aber egal. Soll so sein. Mir egal. Stört uns jetzt nicht weiter. So. Wir begeben uns nämlich aus wie sie mal wieder raus. Und wieder in den Sumpf hinein. Aber, ne? Trotz alledem, hübsch aussehen tut's hier. Das Wasser ist sehr klar. Das gefällt mir. Ja, damals war noch alles klar. Wollt ihr ein bisschen Spaß? Nee, ich hab da schon Spaß. Ich spiele der Butcher. So. Fährmann. Sag mal Anja. Transport? Günstig wie nie. Bringt mich auf die Zeit. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Kannst losgehen? Bla bla. Wie oft? So, wie oft wollt ihr denn noch fragen? Ich muss auch sagen, wir fahren auch ziemlich oft zwischen Visima und dem Sumpf hin und her. Ist aber nicht schlimm. Es hat ja auch irgendwo einen Sinn. Also manchmal muss man es ja auch. Gut, wir haben es auch ein oder zweimal sinnloserweise getan. Aber das ist nicht schlimm. So. Mit S und mit O. Sonst wäre es kein so. Nein, danke. So, wir rennen in Richtung Questpfeil. Und ich würde sagen, wir führen die Ritter des Ordens gegen die Anderlinge an. So, ja. Nichts zu tun. Ja, hier war letztens so ein Fischmensch, der hier gerollt umgedult hat. Ist da jetzt noch was drin? Nö. Naja. So, hier ist irgendwo so ein Klauaffe. Ich hab's genau gehört. Ne, ich glaube, die gibt's hier gar nicht im Sumpf. So, wir begeben uns geradezu in Fort. Was läuft da hinten rum? Ach, ein Ertrunkener. Okay. Ich dachte, das wäre der Junge gewesen. Es könnte ja vielleicht auch sein, dass hier irgendwo im Sumpf noch so ein Junge rumrennt. Ein Altar der Mithele. Die Questfall sagt hier oben. Leichnam. Hunds-Petersilie. Achso, ja. Kundschaft hat das. Ach, sie sind jetzt alle feindlich oder was? Nee, das will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht gegen die kämpfen. Aber anscheinend bleibt mir nicht mehr viel übrig, dadurch, dass ich die nie wirklich geführt habe. Ach, ist jetzt aber doof. Weil hier saßen die, glaube ich. Oder? Ich glaube ja. Gucken wir mal auf die Karte, wo könnten sie sonst gesessen haben. Ne, hier unten ist das Holzfällerlager. Ich glaube, hier saßen die tatsächlich. Dann müssen wir die... Na gut. Auch wenn das jetzt nicht... Das ist, was wir unbedingt machen wollten. Na gut, machen wir es trotzdem. Befehl ist Befehl. Aber da werden wir Tränke für brauchen. Und wie wir die ganzen Heinseln hier umklatschen. Das würde ich sagen, sehen wir alles in der zweiten Folge, die dann nachher kommt. Ja. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, auch wenn sie jetzt ein paar Sekunden kürzer ist. Aber das holen wir in der nächsten Folge wieder raus. Ja. Bis gleich. Haut rein.